viele Anwesende und alle Kinder der Grundschule Helenthal zu einem ganz besonderen Ereignis. Es ist so besonders, dass man das eigentlich gar nicht oft in seinem Leben erlebt. Das ist nämlich die Einweihung einer Schule und im ganz Besonderen heute dieses Gebäudes der Grundschule Helenthal. Insbesondere begrüße ich heute natürlich ganz herzlich an einem solch herausragenden Tag auch wichtige Gäste. Den Kindern habe ich am Freitag schon erzählt, wer das ist, aber jetzt wollen sie den einen oder anderen natürlich noch genauer anschauen. Das ist nämlich unser Landrat, Herr Jürgen van der Horst. Wir begrüßen neben Herrn van der Horst auch den ersten Kreisbeigeordneten, nämlich Herrn Karl Friedrich Frese. Ich begrüße den Bürgermeister der Stadt Bad Wildungen. Da warten einige Kinder schon drauf. Da waren sie ganz gespannt. Der Bürgermeister kommt, nämlich Herr Ralf Guthardt. Ich begrüße herzlich die Fachdienstleiterin des Fachdienstes Gebäudewirtschaft. Das ist die Frau Frede. Und an ihrer Seite die Fachdienstleiterin Schulen und Bildung, Frau Knoblauch. Seitens des staatlichen Schulamtes begrüße ich den Leiter des staatlichen Schulamtes, Herrn Ude. Den für die Grundschule Helenthal zuständigen Dezernenten, Schulamtsdirektor Henrik Neumann. Wir freuen uns heute auch ganz besonders über die Anwesenheit, ich glaube, sämtlicher Architekten. Und vertretungsweise benenne ich hier mal die Frau Steiner als sehr gute wesentliche Architektin. Ich begrüße außerdem sehr herzlich Herrn Volker Keindl. Das ist der Bauleiter der Grundschule Helenthal seitens des Landkreises. Ja, und genauso freuen wir uns natürlich heute über die Anwesenheit verschiedener Firmen und anderer lieber Gäste, die jetzt auch hier unter den geladenen Gästen sitzen, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen erwähnen möchte, aber die trotzdem hier herzlich willkommen sind zur heutigen Einweihungsfeier. So, liebe Gäste, Sie sehen hier vorne den Schulchor der Helenthal-Schule. Ich sage dazu nachher noch was. Sie möchten uns mit einem wunderschönen Lied den Auftakt bereiten. Thank you.
Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich bin heute dem Anlass entsprechend nicht alleine gekommen. Sie haben es eben gehört, der Landrat kommt in Begleitung wichtiger Personen. Der erste Kreis beigeordnet, der Stellvertreter ist da. Der Kreistagsvorsitzende Hesse ist ebenfalls da, der wichtigste Bürger im Landkreis. Protokollarisch kommt noch ein Stück weit vor dem Bürgermeister, aber dicht gefolgt natürlich auch vom Bürgermeister selbst. Das macht deutlich, dass es nicht nur ein wichtiger Tag für die Schule ist, heute die frisch sanierten Räumlichkeiten in Betrieb zu nehmen und das feierlich zu würdigen. Das ist auch ein toller Tag für die Stadt Bad Wildungen und ebenso ein toller Tag für den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ja, warum ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg heute hier präsent? Der Landkreis ist verantwortlich dafür, dass die Schulgebäude gut funktionieren, dass ihr beste Bedingungen habt, hier zu lernen. Und das Projekt der Helenenthal-Schule reiht sich ein in eine Vielzahl weiterer Projekte, die wir in diesen Tagen bewegen wollen. Deshalb ist es gut, heute auch mal ein fertiges Projekt feiern zu dürfen. Ich schaue in zufriedene Gesichter der Verwaltung. Dahinter steckt auch eine Menge Arbeit. Das darf man, glaube ich, auch betonen. Und wenn wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, woher kommen wir eigentlich? Der eine oder andere kennt das Gebäude ja noch im Zustand davor. Das war schon eine völlig andere Situation. Jetzt haben wir das Gebäude nicht nur hell und energetisch ertüchtigt. Das Gebäude hat mehr Platz. Das Gebäude ist digital. Und es leistet sogar einen Beitrag zum Klimaschutz. Auch ein wichtiges Thema in diesen Tagen. Und wer sich mit Bauprojekten in dieser Art beschäftigt, weiß, dass das eine spannende Aufgabe ist, das so gut zu organisieren, dass am Ende des Tages das Gebäude genau das alles erfüllt, was es erfüllen soll. Ich glaube, es ist gelungen. Ich hatte mir schon in der Baustelle mit dem Bürgermeister das mal anschauen dürfen und stelle jetzt fest, nachdem es fertig geworden ist, dass es toll geworden ist und die Begeisterung in den Gesichtern ist Lohn genug, glaube ich. Ich gebe das mal so weiter an das Team der Verwaltung. Und insbesondere auch den Herrn Keindl möchte ich hier nochmal nennen, der eine Menge Zeit hier verbracht hat und aus dem Projekt alles rausgeholt hat, was da ging. Wenn man das so formulieren darf, in nicht ganz einfachen Zeiten verfackert, zu Recht darauf hingewiesen, bauen ist manchmal ein spannendes Projekt im Allgemeinen, aber jetzt in besonderer Weise, wenn wir an die vielen Wiesen in der Welt auch denken. Darum soll es heute aber auch nicht gehen. Ich gratuliere der Mannschaft, ich sage ausdrücklich Danke und ich beginne mit dem Dank Richtung der Schulgemeinde. Die Schülerinnen und Schüler mussten in den letzten gut zwei Jahren einiges auf sich nehmen. Vielen Dank dafür, dass ihr die Geduld dafür aufgebracht habt. Danke an das Kollegium, dass diesen Weg mitgegangen ist. Sicherlich in der Erwartung, dass das Ziel auch es lohnt. Ich denke, das können wir heute gemeinsam feststellen. An dem Projekt haben viele mitgewirkt. Ich habe die Projektleitung, Herr Kahn, schon mal genannt. Ich danke aber auch den Partnerbüros, die als Architekten verantwortlich gezeichnet haben. Ich danke den örtlichen leistungsfähigen Firmen, die dafür Sorge getragen haben, dass trotz aller Herausforderungen das Werk gelungen und auch geglückt ist. Ich wünsche euch viel Freude jetzt bei der Nutzung des Gebäudes, viel Freude beim Lernen und dass ihr die Zeit in der Grundschule Helenenthal positiv in Erinnerung behaltet und den Schwung auch nutzt für eure weitere schulische Laufbahn. Ja, und da bleibt mir nur dem Kollegium zu wünschen und jetzt gewissermaßen die Verantwortung an Sie weiterzugeben. Machen Sie was draus an unserer Seite, sodass wir da sehr guter Dinge sind, dass die Zukunft der Bildungslandschaft in Bad Wildungen sich positiv entwickeln will. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß jetzt bei der Nutzung des Gebäudes und ich freue mich jetzt auf die weitere Wortmeldung. Dankeschön. Sehr geehrter Landrat van der Horst, sehr geehrte Ehrengäste, aber vor allen Dingen liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, als Bad Wildunger Bürgermeister macht es natürlich einen Stolz, dass eine Grundschule in der Form saniert werden konnte und wurde vom Landkreis. Dafür recht herzlichen Dank an die Verantwortlichen beim Kreis und der Firmen. Für die Attraktivitätssteigerung von Bildung ist das natürlich sehr wertvoll. Also ich sag mal, an die Schülerinnen und Schüler gerichtet, Lernen soll ja auch Spaß machen. Und dazu gehört natürlich auch eine schöne Schule zu haben. Und ich denke mal, die habt ihr jetzt auf alle Fälle bekommen. Und eure Lehrerinnen und Lehrer, die werden jetzt vielleicht auch einen etwas entspannteren Unterricht mit euch haben können, andauernd den Stress in provisorischen Klassenräumen, die Fahrerei runter ins Edertal. Und ich bin ganz ehrlich an der Stelle,
Die Elternbeiräte verschiedenster Arten waren ja auch im Vorfeld bei mir. Was kommt da auf uns zu? Die hatten Bedenken. Was wird mit meinen Kindern oder mit unseren Kindern? Müssen wir sie jetzt selber fahren? Oder wie wird das? Schulabschluss dann in einer anderen Schule? Das konnten wir alles klären. Das ist gut gelungen, die Lösung. Und seitens der Stadt war es für uns eine Selbstverständlichkeit, auch entsprechend für die Busverbindung zu sorgen. Und Standortsicherung habe ich schon gesagt. Und ich bin froh, dass die Lehntalschule hier geblieben ist, an diesem Standort, und man sich nicht für einen Neubau an einer anderen Stelle entschieden hat. Die Turnhalle ist da sehr gelungen. Und an der Stelle waren die Offiziellen. Ich habe die Beschwerden der Nachbarn über irgendwelche längeren Bauzeiten, über brennen gelassene Lichter, über umgefallene Bauzäune, liegen gelassene oder im Weg stehende Fahrzeuge sehr gerne entgegengenommen. Habe meinen Kopf gerne dafür hergehalten. Und ich sag mal, nur zusammen kann man so ein Projekt stemmen. Das ist ein wunderbares Projekt. Ich freue mich nachher, vielleicht, wenn es die Gelegenheit gibt, doch nochmal in den einen oder anderen fertigen Raum zu gucken. Landrat hat es gesagt, wir waren in der Baustelle. Es ist einfach ein geniales Bauwerk. Wir wollen euch berichten, unsere Schulgeschichte. In der Helentalschule, da gibt es viel zu sehen. Unsere Helentalschule, sie ist jetzt wunderschön. Hier können wir wachsen lernen und reifen nach den Sternen. Mit Spaß geht es voran und jeder zeigt dir, was er alles kann. Jedes Kind lernt hier lesen, schreiben oder malen. Wir singen gern, rechnen viel und kennen große Zahlen. Turnen und rennen, klettern, springen, ja, das können wir. Nirgendwo anders ist der Schulhof so schön wie hier. In der Helentalschule, da gibt es viel zu sehen. Aber jetzt ist alles auch nicht nur hingestellt, sondern noch, dass wir auch mit der Mediathek mit den Kindern durchstarten können. Ja. Ja, und schöne neue Aufenthaltsqualität. Ne? Also die Idee, dass die Kinder ja sich wohlfühlen müssen am Tag hinweg, mal zurückziehen können und dürfen, das finde ich gut übersetzt. Eine Kollegin war hier schon drin mit ihrer Klasse und hat gesagt, das war eine richtig ruhige Stunde, ja, die sie hier verleben konnte, weil ganz relaxed hier auf den Möbeln, so wie sie hier zu finden sind. Wann wird es gezeigt?